Hallo ihr Lieben, ich zeige euch natürlich als erstes, was wir alles brauchen. Und zwar eine Pappe als Unterlage, dann verschiedene Wäscheklammern, Panzertape, ein bisschen Band zu befestigen, natürlich Windeln, dann verschiedenes Geschenkband, eine Schere ist auch nicht schlecht und so ein Papprohr. Das müssen wir auch unten erstmal einschneiden, weil wir das gleich auffächern müssen. Das ist unsere Grundlage, unser Baustein quasi, damit das Ganze auch wirklich hält. Und dann fächert man die Enden einfach so auf, wie ich euch das hier zeige. Und das wird dann auf die Pappe gesetzt und mit dem Panzertape ordentlich festgeklebt. So, das muss auch nicht schön aussehen, es soll nur halten. So, jetzt geht es an die Windeln. Einfach zusammenrollen und dann mit einer Wäscheklammer feststecken. Das macht ihr jetzt mit, ja, fast allen Windeln und die ordnet ihr dann um diese Papprolle rundherum an. Wir können dann nachher die Wäscheklammern wieder rausziehen, so brauchen wir nämlich weder irgendwelche Fäden um die Windeln wickeln noch Klebeband, das fand ich immer ganz, ganz schlimm, das alles abzufriemeln. Man bindet dann diese Windeln einfach mit einem Bindfaden zusammen und dann halten die und dann kann man, wie ihr hier seht, die Wäscheklammern einfach wieder rausziehen. Und das mache ich jetzt in mehreren Stockwerken. Jetzt noch ein bisschen mit Geschenkband das Ganze verschönern, ganz wie ihr wollt, ganz wie ihr lustig seid. Und so sieht das Ganze nach diesen ersten Arbeitsschritten erstmal aus. Jetzt kommt Papier in den Farben eurer Wahl ins Spiel. Ich habe ganz viele Dreiecke für eine Girlande ausgeschnitten und ein Krönchen. In Grau habe ich auch noch Baby Boy dazu gemacht. Ein Fähnchen darf auf unserem Schloss natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt kommen wir zu den Geschenken. Ein kleiner Frosch und dieses tolle Mama-Tagebuch von Ars Edition. Außerdem diese drei Produkte von Das Böb, die ich euch gerne nochmal unten in der Infobox verlinke. Und hier seht ihr jetzt meine allererste Windeltorte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal.